Guten Tag und willkommen bei Indubio Global, dem weltumspannenden Podcast für Freunde des gepflegten Zweifels. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Und wenn Sie mich jetzt auf YouTube hören sollten, dann machen Sie etwas falsch. Denn YouTube ist ein totalitäres Zensurunternehmen, das seriöse Podcasts einfach löscht. Zum Beispiel die Indubio-Ausgabe vom letzten Donnerstag mit den Ärzten Dr. Gunter Frank, Dr. Jesko Mattes und Professor Dr. Henrik Ulrich. Sie wurde entfernt wegen medizinischer Fehlinformationen. Um welche Aussage es sich handelt, wird nicht mitgeteilt. Wer darüber nach welchen Kriterien entschieden hat, bleibt ein Geheimnis. Am Hofe von Ludwig XIV. Waren die Verhältnisse transparenter als bei YouTube. Aus diesem Grunde sollten Sie YouTube meiden und diesen Podcast an der Quelle hören, nämlich auf der Webseite der Achse des Guten, achgut.com oder per Handy über die einschlägigen Podcast-Apps. Und weil wir gegen YouTube jetzt gerichtlich vorgehen müssen, bitte ich Sie, uns weiterhin mit Spenden und Patenschaften zu unterstützen. Und wenn Sie als Sponsor genannt werden möchten, dann schreiben Sie einfach an indubio@achgut.com. An diesem Donnerstag, dem 28. Januar 2021, werden wir auch wieder gegen medizinische Fehlinformationen angehen, und zwar von Seiten der Mainstream-Medien in Bezug auf Schweden, Südafrika und Mittelamerika. Meine Gesprächspartner sind heute weit verteilt: Sebastian Bauer in Stockholm, Wolfgang Drexler in Kapstadt und Markus Ingenhorst in Costa Rica. Hallo zusammen und gleich mal eine Frage in Richtung Norden. Herr Bauer, Sie sind Chemiker von Beruf, Sie leben seit 20 Jahren in Schweden und Sie verfolgen auch das Geschehen in Deutschland. Was sagen Sie Ihren deutschen Bekannten, die den schwedischen Weg unverantwortlich finden? Eine schwierige Frage. Ich versuche natürlich, Ihnen erstmal zu erklären, was ist der schwedische Weg überhaupt und wie unterscheidet sich der schwedische Weg vom deutschen Weg? Und dann müsste man natürlich auch sich anschauen, wie ist der deutsche Weg? Und ich bekomme es nur aus zweiter Hand mit, weil ich dieses Jahr oder letztes Jahr nicht in Deutschland gewesen bin, wegen der Corona-Situation. Und dann kann ich kurz mal erzählen, warum wir nicht nach Deutschland fahren konnten. Es war nämlich so, dass in Schweden alles aus deutscher Perspektive wunderbar war. Das heißt, man hätte eben, wie es geplant war, im Juni letzten Jahres nach Deutschland reisen können, weil eben die Inzidenzen in Schweden nicht so hoch waren, dass es da eine Quarantäneforderung gab. Dann war es so, dass Schweden die Testfrequenz hochgefahren hat. Es gab also mehr Testkapazität und plötzlich landet man dann über diesen magischen Schwellenwert, der dann dazu führte, dass ich in Quarantäne hätte gehen müssen und deshalb nicht mehr nach Deutschland fahren konnte. So war das damals im letzten Jahr. Aber wenn ich Ihnen dann über den schwedischen Weg erzähle, dann glauben Sie mir kaum, was hier so vor sich geht. Man hat nämlich keine Maske. Das heißt, man rennt ohne Maske herum, mit wenigen Ausnahmen. Die Schulen sind offen, die Friseure sind offen, die Läden sind offen. Es gibt einige Einschränkungen. Die allermeisten Einschränkungen sind freiwillig. Die Leute halten sich daran und es funktioniert. Was heißt denn, es funktioniert? Das heißt, dass die Krankheitszahlen in einem verträglichen Rahmen sind? Dazu müsste man natürlich definieren, was ein verträglicher Rahmen ist. Und da kommen wir zum, so wie ich es ansehe, Kern des schwedischen Wegs. Der Kern des schwedischen Wegs, und das wird auch jedes Mal, ich schaue mir hin und wieder die Pressekonferenzen der schwedischen Gesundheitsbehörde, Folkhälsomyndigheten an, es wird auch dort jedes Mal betont, was der schwedische Weg ist. Der schwedische Weg ist nämlich Plana ut kurvan, wie es auf Schwedisch heißt. Das heißt, die Infektionskurve abzuplatten. Nicht das Coronavirus zu besiegen, weil das hat man hier recht schnell eingesehen, das wird man nicht hinkriegen, sondern man muss die Kurve platter machen, damit die Gesundheitssysteme nicht überfordert werden. Meine Frau ist Ärztin im Krankenhaus hier in Stockholm. Ich kriege hin und wieder Informationen von ihr, wie es denn aussieht, wie die Lage aussieht. Und jetzt über den Winter hinweg war es schon angestrengt. Es gab viel zu tun. Es wurde die Stabslage sozusagen herausgerufen. Aber das hat sich jetzt auch wieder entspannt. Das heißt, der schwedische Weg, das heißt, die Kurve so sehr platt zu machen, dass die Gesundheitssysteme nicht überlastet werden, das hat funktioniert. Und seit 4 bis 5 Wochen sind die Infektionszahlen wieder am Sinken. Meine Frau hat mir vor kurzem erzählt, dass jetzt auch wieder Betten in der Intensivabteilung stillgelegt werden, weil sich die Lage so entspannt hat. Gut, ich glaube, wir haben alle hier, die wir zusammengeschaltet sind, ein paar Fragen in Richtung Schweden. Aber ich möchte gern mal jetzt die Runde erweitern. In Südafrika, und zwar in Kapstadt, sitzt der Kollege Wolfgang Drexler. Er ist seit
ja, 30 Jahren dort für zahlreiche Zeitungen als Journalist tätig, darunter Handelsblatt und Tagesspiegel. Herr Drexler, jetzt geht ja eine angeblich besonders ansteckende Virusvariante um, die südafrikanische genannt wird. Fühlen Sie sich im Zentrum der Gefahr? Nein, das tue ich nicht, Herr Müller-Ulrich. Und bevor ich zu der Variante was sage, möchte ich vielleicht mal ganz kurz unsere Situation hier in Perspektive rücken, weil sie genau das Gegenteil zu Schweden ist. Wir haben nämlich hier im März letzten Jahres einen der striktesten Lockdowns der Welt bekommen. Obwohl wir überhaupt keine Fallzahlen haben. Wir hatten quasi überhaupt kein Covid in Südafrika. Trotzdem hat die Regierung nämlich da den europäischen bzw. chinesischen Weg gewählt. Und der sah bei uns wirklich brutal aus, mit totalem Hausarrest. Man durfte nicht mal im Garten gehen für irgendwelche sportlichen Übungen. Man hätte ja anderen Leuten da begegnen können, also wenn man hier im Wohnkomplex ist. Man durfte den ganzen Tag nicht raus. Beim Einkaufen musste man sich ausweisen mit einer Rechnung vom Supermarkt, dass man wirklich daherkommt. Es war alles zu. Restaurants, die Schattenwirtschaft im Land. Ja, es war so stark, dass wir nicht mal Alkohol und Zigaretten hier verkaufen durften. Darauf können wir jetzt später nochmal kommen, weil das ein sehr südafrikanisches Phänomen ist, dieser Alkoholverkauf, wegen des hohen Missbrauchs im Land. Also wir sind ganz und gar dem, wie immer man es nennen möchte, chinesisch, europäischem, italienischem Weg gefolgt. Und dann ist etwas passiert, das war also bei uns, dann gingen trotzdem die Raten im Kapwinter oder im Südwinter hoch. Als es kälter wurde, wurden genau die hohen Raten erreicht, wie man sie auch in Europa dann zum Frühlingsbeginn schon hatte. Also es hat praktisch gar nichts gebracht. Es ging hoch und es ging dann auch runter, als der Sommer hier einsetzte. Was jetzt passiert ist, und da möchte ich bei Ihrer Frage ansetzen, wir haben jetzt plötzlich einen enormen zweiten Schub bekommen. Einen so starken, dass der weit über der ersten Welle liegt. Und das in einer warmen, sonnigen Jahreszeit. Und dieser zweite Schub erklärt sich laut unserer Virologen aus zwei Gründen. Einmal der von wie Ihnen von erwähnte Mutation und das andere die Sorglosigkeit. Nämlich hier in Südafrika sind im November, Dezember die Schulferien beginnen, die Unis hören auf. Dann waren große Partys mit Hunderten, Tausenden an Leuten und die haben das munter weitergeschleppt, dann auch in die Familien. Und dadurch ist vor Weihnachten ein enormer Schub gekommen, der die erste Welle nochmal verdoppelt hat. Und der ist jetzt auch am Runtergehen. Wir können halt über die Mutation nochmal speziell sprechen. Nein, ich fühle mich hier nicht bedroht, weil Virologen wie Wolfgang Preiser, ein deutscher Virologe an der Universität Stellenbosch, der hier seit 15 Jahren forscht, auch schon mit zusammen mit der AIDS-Forschung, der sagt, ja, es bindet leichter das neue Virus, es ist leichter übertragbar, infektiöser, aber offenbar nicht gefährlicher. Problem ist bei uns, bei einem schon kränkenden, fragilen Gesundheitswesen, ist es das Problem, dass dadurch natürlich mehr Leute eingeliefert werden und dadurch die Todeszahl höher liegt, weil die Hospitäler einfach mit der rein schieren Zahl der Menschen nicht fertig werden. Hat aber nichts mit der Stärke oder Schärfe des Virus zu tun. Und darf ich noch eine Sache anfügen, weil die ganz interessant ist. Obwohl wir jetzt doppelt so hohe Zahlen haben wie im Winter, im Südwinter, im Juni, Juli, hat die Regierung diesmal das Land nicht geschlossen in dem Maße wie damals. Obwohl, jetzt hätte sie es ja gerade angeboten, was eben die ganze Konfusion auch zeigt, weil die Wirtschaft dermaßen beschädigt worden ist im ersten Lauf schon, dass man das nicht mehr machen kann, ohne das Land komplett zu ruinieren. Und wie gesagt, das ist jetzt auch ein Aspekt gerade der wirtschaftliche in Afrika, der weit wichtiger als der medizinische Aspekt ist, über den wir vielleicht nochmal im Lauf der Debatte sprechen können. Ich greife mal ganz kurz das Wort von der Sorglosigkeit auf, Wolfgang Drexler. Sorglosigkeit gehört ja so ein bisschen auch zum südafrikanischen Lebensgefühl, wenn man das so sagen darf. Und mich hatte tatsächlich gewundert, als Sie den strikten Lockdown, den ersten, wo Sie ja von chinesischer Anmutung sprachen, dass das überhaupt geklappt hat bei der Bevölkerung. Ja, das hat auch nur partiell geklappt. Man musste ja auch zum Teil gewalttätig in den Townships vorgehen. Das ist natürlich völlig unmöglich in Afrika, wo die Leute aufeinander sitzen in den Hütten, einen Lockdown durchzuziehen. Das kann man hier in den Suburbs, wie die sogenannten weißen Vororte heißen, wo die Leute in ihren Apartments und Villen sitzen. Da ist das zu machen, aber völlig unmöglich. Deswegen hat es hier auch eine ganz merkwürdige Situation gegeben. Laut der Virologen haben wir eine hohe Durchseuchung von über 40%.
Prozent gerade durch die Townships bekommen im letzten Winter, also der Winter bei uns immer, nicht vergessen, Jahresmitte, Juni, Juli. Aber dadurch, dass das Virus mutiert hat, scheint diese Art Herdendurchseuchung nicht mehr gegeben zu sein. Es infizieren sich offenbar und noch nicht erwiesen Leute, auch gerade eben Schwarze, die das eben jetzt mitgemacht haben, zum zweiten Mal. Auch nicht so heftig, aber es ist auf jeden Fall dadurch begründet, dass wir jetzt diese zweite Welle bekommen haben. Und jetzt komme ich zu unserem dritten Gesprächsgast. Markus Ingenhorst ist auch Journalist und er ist aus Costa Rica zugeschaltet. Herr Ingenhorst, wo genau? Ich lebe in einer Stadt nahe der Hauptstadt San José. Meine Stadt heißt Alajuela. Wer schon mal in Costa Rica war, kennt diese Stadt, denn dort ist der internationale Flughafen, wo Touristen ankommen. Und weil wir schon von Lebensgefühl sprachen und wenn ich mir Costa Rica oder Karibik oder was immer vorstelle, dann ist das ja mit der Disziplin auch nicht so weit her. Wie ist denn die Lage bei Ihnen? Ja, ich gucke ein wenig mit Bewunderung nach Schweden und mit Bedauern nach Deutschland. Hier ist so ein Zwischenweg inzwischen eingeschlagen worden. Das heißt ganz konkret, es gibt eine Maskenpflicht, allerdings nur in Geschäften, öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln. Man kann also im Freien, sonst wo läuft man ohne Maske herum, obwohl viele, weil sie immer noch sehr Angst haben, weiterhin dann die Maske tragen. Ich tue es nicht, weil es bei den Temperaturen, die hier herrschen, wirklich nicht angenehm ist. Was haben Sie denn für Temperaturen? Außerdem ist tagsüber, wir sind jetzt in der Trockenzeit, das heißt im Sommer, und da steigt das Thermometer, selbst hier im Hochland, so auf 28 bis 30 Grad. An den Küsten, im Tiefland, ist es natürlich entsprechend wärmer. Man muss sagen, zur Situation, wie sie sich im Moment darstellt, noch Folgendes. Alle Geschäfte sind offen. Restaurants sind offen. Kinos sind offen. Bars sind offen. Selbst einige Nachtclubs sind offen. Geschlossen sind zurzeit noch Theater. Und es finden auch die Fußballspiele hier in der kostarikanischen ersten Liga und auch in den anderen Ligen ohne Publikum statt. Das war allerdings auch mal anders. Als diese Pandemie begann, da herrschte hier in Costa Rica blanke Panik. In Europa war das ähnlich. Da gab es ja diese schrecklichen Bilder aus Bergamo in Italien. Hier war der Auslöser wirklich grauselige Bilder aus Guayaquil. Das ist eine 5-Millionen-Metropole, die liegt praktisch direkt auf dem Äquator an der Pazifikküste Ecuadors. Und es kursierten Videos, dass dort Leichen in den Straßen herumlagen und verzweifelte Anwohner, weil sie den Gestank nicht mehr aushalten konnten, ihre Häuser verließen, diese Leichen mit Benzin übergossen und angezündet haben. Das waren also Bilder, die ließen einen an die schwarze Pest im europäischen Mittelalter erinnern und wir dachten alle, oh Gott, was ist jetzt los? Wochen später hat sich dann aufgeklärt, warum es so war, denn in dieser Millionenmetropole hatten auch die Bestatter Panik bekommen und viele der Mitarbeiter im Bestattungswesen sind nicht zur Arbeit erschienen, weil aber trotzdem in einer Millionenstadt jeden Tag dutzendfach gestorben wird, auch in ganz normalen Zeiten, wurden diese Leichen halt nicht abgeholt und an einer Küstenstadt in Ecuador mit Temperaturen 34, 35 Grad können Sie sich vorstellen, wenn Sie da einen Kadaver in der Wohnung liegen haben von der Oma, die gestorben ist, dann haben Sie spätestens am zweiten Tag ein Riesenproblem und dann haben die Leute in ihrer Verzweiflung die Leichen auf die Straße getragen. Das war also der Grund dafür. Aber die Bilder waren natürlich so wirkmächtig, dass hier in Costa Rica auch ein Lockdown beschlossen wurde. Der war damals sehr viel totaler als heute. Der Flughafen wurde geschlossen, die Grenzen wurden geschlossen, alle Geschäfte dicht, mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken. Die Schulen wurden geschlossen, die Universitäten wurden geschlossen. Und leider, das muss man sagen, die Schulen sind bis zum heutigen Tag, also mein Sohn hat seit dem 23. März des letzten Jahres die Schule nicht mehr von innen gesehen. Es gibt entsprechende Online-Angebote, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Es ist jedoch geplant, jetzt im Februar die Schulen wieder zu öffnen.
Also wir wissen, dass die Medien Panikschleudern sind und ich würde sagen, bleiben wir mal kurz bei der Medienberichterstattung. Wie ist das denn in Schweden? Schweden sind ja grundsätzlich ein bisschen cooler, wie mir scheint, also weniger aufgeregt, einfach vom Naturell her und lassen sich vielleicht etwas weniger in Panikstimmung versetzen, Herr Bauer. Ist das idealistisch gesehen oder stimmt das? Ich würde dem voll und ganz zustimmen. Der Schwede neigt nicht zur Panik. Natürlich ist das etwas vereinfacht dargestellt. Und es gibt ja eine berühmte Schwedin, die zur Panik aufgerufen hat. Aber aus meiner Perspektive entspricht das nicht dem schwedischen Naturell. Vielleicht liegt es auch an der Natur hier in Schweden. Weil in Schweden, nun ja, nicht immer waren die Verhältnisse so wie jetzt. Diese Nacht sind minus 14 Grad angekündigt. Und wenn man sich nicht sachlich mit der Natur auseinandersetzt, dann in früheren Zeiten ist man hier untergegangen. Ich weiß nicht, wie weit das das schwedische Wesen immer noch prägt, aber in Schweden gilt Lagom. Lagom ist ein schwedisches Adjektiv, worauf viele Schweden stolz sind, dass es das nur in Schweden gibt. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das maßvoll. Das heißt, man neigt nicht zu Extremen. Gilt das denn auch für die schwedischen Medien, dieses Maßvolle? Das heißt, kriegen Sie da nicht diese Panikbilder und Panikdaten und Zahlen? Ich würde sagen, den Unterschied kann man daran festmachen, dass man auch Bilder und Zahlen und Berichte von der, nennen wir sie mal, Gegenseite bekommt. Das, was in Deutschland vielleicht da summarisch unter Covidioten bezeichnet wird, das kann in Schweden durchaus in respektablen Zeitungen, in den Leitmedien, gibt es Artikel zu dem Thema. Gerade heute gab es einen großen Artikel von einem emeritierten Professor und zwei anderen Menschen in Svenska Dagbladet, wo sie sich darüber ausgelassen haben, mit einer Menge Fakten und Hinweise auf neuen Studien, dass doch diese harten Lockdowns fast gar nichts bringen. Und sowas wird dann auch in den Leitmedien gebracht, zusammen natürlich auch dann hin und wieder mit Artikeln, wo dann durchaus der eine oder andere Panik bekommen kann. Es gibt eben beides. Herr Drexler, wie sieht das in Südafrika aus mit den Medien und der Reflexion der Problematik? Ja, Herr Müller-Ulrich, vielleicht darf ich da ein bisschen weiter ausholen. Das könnten wir vielleicht auch mal in Afrika ein bisschen erklären. Weil Afrika wurde ja vor allem von den Medien auch den westlichen ins Visier genommen, wegen seiner schwachen Gesundheitssysteme. Und es wurden da also Horrorszenarien gemalt. In Afrika würden Millionen dahin sterben. Auch Bill Gates hat sich da ja anfangs sehr hervorgetan. Ich hatte zwar auch, und will jetzt nicht sagen, dass ich das alles für Unsinn gehalten hätte, aber ich habe diese Horrorszenarien immer abgelehnt. Zwar sind die Gesundheitssysteme komplett am Boden, vernachlässigt worden bis oben raus, seit Jahren. Und auch die ganzen Hilfsorganisationen haben es nicht vollbracht, irgendwie hier nachhaltige Systeme zu etablieren. Nur, was mir immer klar war, als jemand, der viel über Bevölkerungsexplosionen in Afrika schreibt, ist, dass Afrikas Bevölkerung extrem jung ist. Und wir wussten ja von Anfang an, dass Corona eine Krankheit der alten Menschen ist. Afrika hat im Schnitt ein Durchschnittsalter in Afrika von 19,5 Jahren. Das heißt also, wenn man mal anguckt, wie viele in Europa 19- oder 20-Jährige sterben, das ist minimal. In Südafrika ist das einzige Land, wo es ein bisschen höher liegt, 26 Jahre. Aber auch noch weit davon entfernt. Das erklärt also, warum, denke ich, die Zahlen weit hinter dem zurückgeblieben sind. Und was ein anderer Grund ist, ist auch, dass Afrikaner gelernt haben, mit Krankheiten zu leben. Das ist leider ein sehr kranker Kontinent. Er hat ja hohe Malariaraten, Schlafkrankheit, AIDS hat Afrika über 2/3 aller Fälle. Man kennt das eigentlich und man ist auch nicht so verschreckt, weil der Tod ist in Afrika auch durch die vielen Kinder, die man hat, das muss man vorsichtig sagen, wie man das ausdrückt, aber etwas Natürliches, das einfach viel mehr zum Leben gehört als in Europa, wo wir hier so vollkaskoversichert sein wollen und wo gar nichts mehr passieren darf. Ich glaube, dass diese Kombination einen großen Unterschied macht. Wir haben auch schon auf diesem Kontinent in Afrika Ebola gehabt, was ungefähr 8-mal oder viel mehr noch so tödlich wie Corona ist. Und vielleicht darf ich bei der Gelegenheit nur schnell mal die Zahlen, weil ja wir haben von Millionen Toten gehört. Jetzt hat Afrika nach fast einem Jahr 3,5 Millionen Fälle, wir reden wohlgemerkt die offiziellen, und ungefähr 85.000 Tote, von denen die Hälfte
in Südafrika ist. 42.000 Tote, was zeigt, dass Afrika-Statistiken natürlich unter aller Kanone sind. Die kann man eigentlich vergessen. Es gibt sie nicht in Afrika, es hat sie nie gegeben. Die ganzen Wirtschaftszahlen in Afrika muss man mit großer Vorsicht genießen. Es gibt keine Geburten- und Sterberegister in den allermeisten Ländern. Es gibt sowas nicht. Aber die Zahlen werden auf keinen Fall auch nur annähernd so hoch sein, wie spekuliert. Das hätte man gemerkt in Afrika. Zwar stirbt man hier im Stillen, größtenteils in den Hütten, oder bei der Familie, aber man hätte gemerkt, wenn es massiv ausgeufert wäre. Aber diese fehlenden Statistiken ist ein ganz wichtiger Punkt noch, warum auch Afrika bei uns unterm Radar geflogen und dann überhaupt nicht mehr in der Presse auch wahrgenommen wurde, weil einfach die Zahlen so dermaßen viel niedriger waren, mit Ausnahme Südafrikas, was ja ein Sonderfall ist als einziges Industrieland in Afrika, wo die Zahlen dann eben halbwegs vernünftig aufbereitet sind. Herr Ingenhorst, gilt manches von dem, was Herr Drexler gerade über Südafrika sagte, auch für Costa Rica oder sagen wir mal für manche Staaten in Mittelamerika, also gerade zum Beispiel die junge Bevölkerung und dann auch die Frage, sind Statistiken überhaupt zuverlässig? Das kann ich nur unterstreichen, auch was die Tropenkrankheiten angeht. Also von vielen Leuten hier wird beispielsweise das Dengue-Fieber, gegen das es immer noch kein wirksames Medikament gibt, obwohl es diese Krankheit seit Menschengedenken halt schon auf der Erde Menschenleben kostet, vor allen Dingen das Leben von Kindern, nicht von sehr alten Menschen. Und insofern ist die Panik hier in Costa Rica zurückgegangen. Was die anderen Länder angeht, da hilft vielleicht ein kleiner Blick auf die Zahlen. Das südliche Nachbarland Panama hat 4,2 Millionen Einwohner. Es gibt dort eine relativ sattelfeste Statistikbehörde und die sagt uns 312.000 Fälle, 5.000 Tote konnotiert mit Corona. Costa Rica hat mehr Einwohner, 5,1 Millionen und hat das beste Gesundheitssystem der ganzen Region. Es wurden gezählt 190.000 Fälle, 2.500 Tote, also nur die Hälfte dessen, was Panama vermeldet. Und jetzt gehen wir in den Norden, da ist Nicaragua, das ärmste Land der ganzen Region, der ganzen Hemisphäre, nur Haiti ist noch ärmer. Das BIP pro Kopf liegt gerade mal bei 5.500 US-Dollar, hat noch mal mehr Einwohner, 6,2 Millionen und meldet 6.200 Infizierte und 168 Tote. Da das muss ist man allerdings sagen, ein sozialistisches Land und da fragt man sich natürlich, ob nicht sowieso alle Zahlen regierungsgeleitet sind. Das sind sie ganz gewiss. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass während hier in Costa Rica im März, April des vergangenen Jahres halt wirklich Panik herrschte, hat in Nicaragua der Präsident, also der Diktator Daniel Ortega, der ist abgetaucht. 46 Tage lang hat sein Volk nichts von dem Präsidenten gehört. Und es wurden auch überhaupt gar keine Maßnahmen ergriffen. Und auch es fanden sogar öffentliche Boxkämpfe statt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist bis heute so, dass das Gesundheitssystem in Nicaragua halt ein schlechtes ist, ein marodes ist. Gerade auf dem Land gibt es eigentlich oder an vielen Stellen überhaupt gar keine Gesundheitsversorgung. Was ich aus den Zahlen herauslesen könnte, ist vielleicht, dass dort, wo der härteste Lockdown ist, also in Panama, stellen Sie sich vor, jetzt Stichpunkt, zweite Welle, ist dort ab dem 14. Januar eine Ausgangssperre verkündet worden. Und das heißt von Montag bis Donnerstag, von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens und von Freitag bis zum Sonntag rund um die Uhr, am Wochenende rund um die Uhr Ausgangssperre, um gegen Covid-19 anzukämpfen. Trotzdem hat man die meisten Tote. Das stützt natürlich ein bisschen diese These von John Ioannidis, dass ein Lockdown eigentlich nichts bringt. Hier in Costa Rica ist es jetzt wieder locker. Es gibt weniger Tote. Es ging zum Beispiel im Dezember der Befehl von der Hauptstadt San José aus, dass wegen einer befürchteten zweiten Welle alle Strände um 14.30 Uhr polizeilich zu schließen seien. Wegen des Infektionsgeschehen. Ich war jetzt noch am Strand an der Pazifikküste und ich muss Ihnen sagen, da vor Ort interessiert das, um es drastisch auszudrücken, keine Sau. Die Polizei schaut geflissentlich weg. Provinzpräfekten und Bürgermeister weisen die Polizei auch an. Hör mal, wir können uns doch nicht erst das zweite Jahr hintereinander das Tourismusgeschäft kaputt machen. Außerdem haben die Polizisten, so erzählen mir Freunde hier,
oft Familienmitglieder, also die Großfamilie wird noch hochgehalten in Costa Rica, die betreiben Geschäfte, kleine Supermärkte, kleine Bars, die von den Touristen leben. Und die Polizisten sagen, ja, wieso sollen wir denn die Strände zumachen? Dann mache ich doch meinem Onkel Augusto das Geschäft kaputt. So wird das hier im Moment in Costa Rica gehandhabt. Es ist also noch ein bisschen lockerer, als es auf dem Papier aussieht. Und überhaupt sind die Costa Ricaner nicht ein Menschenschlag, die sich die Lebensfreude verderben lassen. Und ebenfalls hören sie nicht gerne auf autoritäre Befehle, sag ich mal. Wolfgang Drexler, schöne Strände gibt's ja auch in Kapstadt. Sind die immer offen? Nein, die sind nicht offen. Ich wollte da auch genau ansetzen beim Kollegen Mittelamerika. Die Strände wurden zunächst einmal bis um 18 Uhr offen gelassen. Das war bis Mitte Dezember. Und dann, man konnte aber dann nicht seinen Sundowner, also schön das Getränk zum Sonnenuntergang mehr nehmen. Danach kam die Polizei über den Strand hergefallen, muss man sich vorstellen, kam mit Panzerwagen an und haben hier die Traumstrände also abgeräumt. Und dann kam jetzt eben auch dann um Weihnachten das endgültige Ausfüllstrände. Die ganze Garden Route, so eine Touristenmeile ist das ja, die Garden Route an der Südküste Südafrikas und hier das ganze Kap und auch Natal wurden sämtlichst geschlossen. Es gibt also keine offenen Strände mehr in Südafrika und auch die Restaurants müssen um 20 Uhr schließen, weil es um 21 Uhr eine Ausgangssperre gibt bis morgens um 5 Uhr und dann müssen die Leute eben 21 Uhr zu Hause sein und können dann nicht erst aus dem Restaurant gehen. Also der Tourismus komplett zusammengeklappt, was für Südafrika, wo 1,5 Millionen da drin Arbeit und Lohn finden, eine Katastrophe ist. Weil das ist jetzt schon quasi 10 Monate am Stück ein Land, wo der Tourismus nach der Autoindustrie die Nummer 2 ist und im Bergbau zusammen sind auf einer Höhe, ist die ganze Branche ausgefallen. Und vielleicht nur noch eins, ja, können wir gleich mal nochmal zur Wirtschaft was sagen, warum Afrika, wahrscheinlich wie auch in Mittelamerika, viel stärker wirtschaftlich jetzt ächzt und in die Knie geht. Bei uns hatten wir schon in Südafrika eine unglaublich hohe, weltweit die mit Abstand höchste Arbeitslosigkeit der Welt. Die lag also, wenn man jetzt die Definition mal nimmt, dass nicht nur die aktiv, sondern auch die aufgegeben haben, nach Arbeit zu suchen, alle zusammengezogen werden, haben wir eine Arbeitslosigkeit von über 40%. Da ist kein Industrieland, das auch nur annähernd dran käme. Das ist, glaube ich, Griechenland dann mit 16, 17 dahinter. Aber also Südafrika mit seinen 42 ganz vorneweg. Und das hat sich nochmal erhöht jetzt. Wir gehen also munter auf die 50% zu. Die Jugendarbeitslosigkeit hat die über 60% überstiegen. Das ist also unfassbar. Aber eben auch der Grund, warum die Regierung jetzt verzweifelt keinen neuen Lockdown hier einfach auf das Land verhängen kann, weil das das Land endgültig ruinieren würde. Und das gilt für ganz Afrika noch schnell, weil das auch für Südafrika wie Afrika gilt, um das ein bisschen zu erweitern, weil Südafrika ja auch so ein Sonderfall eben in diesem Agrarkontinent ist mit seiner Industrie. Es gibt hier überall, wie im Rest des Kontinents, Tagelöhner ohne Einkommen, die müssen raus, die haben keinerlei Einkommen. Es gibt nicht das Konzept der Kurzarbeit, es gibt keinen Sozialstaat. Für die Leute ist es ein Überlebenskampf und es ist ein Wahnsinn, ein Modell zu übernehmen, was aus, wie gesagt, China, also Europa kommt. Ich hätte mir hier viel eher den schwedischen Weg gewünscht, auch weil, wie Sie am Anfang richtig sagten, wir haben hier eine Bevölkerung, die ist mehr happy-go-lucky, die kann man ohnehin schwer in was reinzwängen und dann macht schon das soziale Umfeld das unmöglich. Also das wäre hier viel angemessener gewesen, zumal auch für Südafrika gilt, der Lockdown hat quasi nichts gebracht. Es wäre ganz genauso gekommen, auch ohne Lockdown, wie es gekommen ist. Vom Überlebenskampf mal gleich zum Sozialstaatsmodell und dann komme ich selbstverständlich nach Schweden. Herr Bauer, die wirtschaftlichen Schäden halten sich bei Ihnen ja dank dieser milden Strategie sehr in Grenzen, oder? Durchaus. Ich will noch eben schnell hier eine kleine Anekdote einflechten, weil hier die Kollegen aus Costa Rica und Südafrika über Freizeiteinschränkungen berichtet haben. Das gibt es auch hier in Schweden, in Stockholm und zwar kurz vor Weihnachten. Hier sind natürlich die Verhältnisse anders. Es gibt natürlich auch viele Strände hier, aber die sind jetzt nicht so stark belegt um diese Jahreszeit. Da geht man eher Skifahren und in Stockholm werden dann Loipen bereitgestellt von der Stadt, wo man dann eben Langlauf laufen kann, dann um die Stadt herum. Manchen Tagen kann man sogar zum Arbeitsplatz in die Großstadt hineinlaufen mit den Langlaufskiern. Und das wurde jetzt eingestellt kurz vor Weihnachten wegen Corona. Das war dann sozusagen mehr oder weniger die härtesten Maßnahmen. Da gab es dann allerdings viele Proteste dagegen, die gemeint haben, das ist ja doch völlig sinnlos. Dem stimme ich natürlich sofort zu und das wurde jetzt dann auch wieder geändert, trotz des neuen Pandemiegesetzes.
Zu Ihrer Frage, was die wirtschaftlichen Schäden angeht, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, was so die kleinen Leute in der Wirtschaft angeht, also alle Leute, die einen Friseurladen haben, die ein Restaurant haben, alles in der Hinsicht. Und wenn ich mit den Leuten rede, dann sagen die mir natürlich alle, dass sie sehr froh sind, dass sie in Schweden leben, dass sie ihre Betriebe weiterführen dürfen. Und natürlich gibt es in Restaurants zum Beispiel Einschränkungen, Abstandsregeln, aber ich gehe immer noch regelmäßig jeden Tag in mein Mittagessensrestaurant und esse hier mein Mittagessen. Jetzt noch eher als früher, um die Restaurants zu unterstützen, auch ohne Maske. Aber was die große Wirtschaft angeht, da kann ich mich nicht so sehr dazu äußern. Schweden ist natürlich auch ziemlich exportabhängig und wenn die ganze Welt betroffen ist, ist natürlich auch Schweden betroffen. Ja, wir haben im Grunde, wenn wir so ein unbekanntes Phänomen vor uns sehen, wie diese Viruskrise, drei Hauptmöglichkeiten der Welterfahrung, überhaupt um rauszukriegen, was los ist. Das eine sind natürlich die Medien, das sind dann eben die Horrorbilder, das andere sind die Statistiken und bei den Zahlen haben wir schon gehört, in manchen Ländern ist es sehr unzuverlässig, aber auch bei uns wissen wir, dass durch Umetikettierungen von Todesarten, also sehr schnell riesige statistische Beweise geführt werden, die auf tönernen Füßen stehen. Und das dritte wollte ich sagen und darauf eigentlich jetzt kommen, das ist die Nahfelderfahrung. Das ist einfach, kennen Sie jemanden, den es erwischt hat, der infiziert wurde, der krank wurde oder der möglicherweise gestorben ist in Ihrer Umgebung? Und da fange ich jetzt mal gleich bei Ihnen an, Herr Bauer. Ja, und da gibt es durchaus zahlreiche Fälle, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, weil in Schweden hat man ja dann doch die Corona nicht irgendwie freien Lauf gelassen, sondern man hat, wie gesagt, versucht, die Kurve flacher zu machen. Und das ist einem auch gelungen. Aber die Fläche unter der Kurve ist mehr oder weniger gleich geblieben. Das heißt, es gab hier sowohl im letzten Frühjahr als auch jetzt diesen Winter massives Infektionsgeschehen. Und das kriege ich auch mit, weil ich rede dann mit Leuten, die ich bei der Arbeit treffe. Ich rede mit Bekannten, ich rede mit Freunden. Und regelmäßig kommt es vor, dass Leute mir sagen, ja, ich habe es gehabt. Ich hatte eine kleine Erkältung oder ich hatte fast gar keine Symptome. Ich hatte 2-3 Tage Fieber. Und dann war es vorbei. Das ist also die große Mehrzahl der Fälle, die ich so berichtet bekomme. Ich habe dann auch eine Erfahrung in der eigenen Familie. Meine Schwiegermutter hatte es gehabt und vermutlich war das schon Mitte Februar, als es also gerade mal anfing in Schweden, als man anfing darüber zu reden, hatte sie eine doppelseitige Lungenentzündung, die sie dann zu Hause auskuriert hat. Sie war dann auch nicht im Krankenhaus. Und hinterher hat sie dann einen Corona-Antikörpertest gemacht und herausgefunden, wahrscheinlich war das Corona schon damals. Was Todesfälle oder ernste Verläufe angeht, gerade vor kurzem habe ich mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der mir erzählt hat, dass ein anderer Arbeitskollege von ihm, der im Jahre 79 geboren ist, also deutlich jünger als ich, der hatte einen schweren Verlauf. Der musste also über mehrere Wochen hinweg Sauerstoff bekommen. Und zu guter Letzt, eine andere Arbeitskollegin hat mir erzählt, dass ihr Vater an Corona verstorben ist. Altersmäßig wie mein Vater, der vorletztes Jahr verstorben ist. Und sie hat mir gesagt, dass das sie nicht dazu gebracht hat, anders über den schwedischen Weg zu denken. Denn an Corona hatten Sie gesagt und auch in Schweden gilt natürlich, dass ein bloßer Test, der positiv ausfällt, dann meistens als Nachweis ausreicht, jemand sei an Corona gestorben, wo es sich natürlich auch um was ganz anderes handeln kann. Wolfgang Drexler, wie ist es in Südafrika? Haben Sie in Ihrer Bekanntschaft, in Ihrer Umgebung Kenntnis von Fällen und wie sind die verlaufen? Ja, absolut. Dadurch, dass die zweite Welle jetzt hier richtig reingeschlagen hat, ist es jetzt vor allem, hört man überall, dass Leute Corona haben. Viele Freunde von mir haben es, auch so in meinem Alter 40, 50, sind alle gut rausgekommen bislang. Wir haben hier in meinem Wohnkomplex haben wir Leute gehabt, allesamt nicht tödlich. Meine Ärztin hat es also auch bekommen. Mein bester Freund, seine Frau hatten das schon in der ersten Welle im Juni, Juli. Also ich bin mit Corona schon, das ist mir bewusst, dass es um uns herum ist. Es ist jetzt ganz konkret sogar mal, um mal ein Beispiel aus der Politik, 4 Minister in Simbabwe sind an Corona gestorben, zuletzt der Außenminister. Das ist natürlich auch, was die Leute hier bewegt, nicht nur im kleinen Kreisumfeld, sondern die sehen auch, oh, in der Regierung passiert es auch. Der Minister in der Präsidentschaft von dem Cyril Ramaphosa ist letzte Woche verstorben. Alle um die 60. Also es ist
eine Sache, die einen hier sehr nicht bewegt direkt, weil man hat sich in Afrika eben mit Krankheiten arrangiert, aber es kommt näher auf jeden Fall. Aber es ist, um das nochmal zu betonen, weil daran liegt mir sehr stark, nochmal zu betonen, dass wirklich der medizinische Aspekt bei mir in Afrika sekundär ist. Und das sehe ich eben auch überall auch an den jetzt hier an den an der Wirtschaft, dass die Alkoholindustrie, um das nochmal ganz kurz auf eine wirtschaftliche Komponente zu bringen, die ist verzweifelt. 150.000 Arbeitsplätze in der Alkoholindustrie gehen den Bach runter, weil zum Beispiel die Glasindustrie kann nicht mehr die Flaschen liefern. Die Weingüter haben jetzt geerntet, da liegt das ganze Zeug noch, der ganze Saft noch in den Tanks vom Vorjahr. Die können jetzt nicht abfüllen. Also es ist die Labelmakers, die Bottle Stores mit ihrem vielen Personal können nicht aufmachen. Also das ist vor allem das Verheerende. Ich glaube, dass viel mehr Leute sterben in diesem Überlebenskampf, den ich schon angesprochen habe. Und wenn ich noch aus meinem Land hier aus Südafrika eine Kurve schlagen kann, die mich entsetzt, das ist der Staat in dieser Notsituation, ein Staat, der ohnehin schon vor Corona auf den fragilsten aller Beine gestanden hat, weil er diesen Staat in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Sie hatten ja eine sogenannte Staatsplünderung unter dem Präsidenten Zuma, der hier mit Geschäftsleuten aus Indien die Staatskasse leergeräumt hat. Der Staat war also schon sehr angeschlagen und Corona hat das nochmal beschleunigt. Dieser Staat hat es jetzt tatsächlich geschafft, nicht den Impfstoff zu ordern, der bitter nötig wäre, um hier jetzt zumindest eine dritte Welle zu verhindern. Es ist unfassbar, man hat sich hier auf das noch schnell angemerkt, einfach weil mir jetzt sehr wichtig erscheint, auch für die Leute, die nach Südafrika reisen wollen. Da haben wir ja auch ein paar Hörer, weil das Land ja sehr populär ist. Man hat sich ganz auf COVAX verlassen, diese WHO-Organisation, die also für die armen Länder den Impfstoff kaufen soll, damit die auch rankommen. Aber Südafrika ist kein armes Land, ist ein Middle-Income-Land und jetzt kriegt Südafrika nicht den Impfstoff, weil man munter geschlafen hat, bis die Medien hier ein bisschen Terz gemacht haben Anfang Januar. Und jetzt stehen sie da plötzlich ohne Kleider und müssen eingestehen eigentlich, dass sie nichts gemacht haben. Jetzt wird die Gier des Westens und Israels und so ins Feld geführt. Die haben das alles weggekauft. Aber nein, Südafrika hat geschlafen. Und wenn ich in dem Zusammenhang noch eine schöne Anekdote vielleicht erzählen darf, weil sie es wirklich so gut ins Bild passt, ein ehemaliger Chefredakteur in Südafrika hat daraufhin mal angerufen bei Moderna in den USA und mal nachgefragt, sag mal, ist das wirklich so schlimm, gibt's da gar nichts mehr? Und da sitzt nun ein ehemaliger Südafrikaner, ein Expert als Chef und hat gesagt, nee, also ihr könnt von uns absolut das Zeug bekommen. Und auf die Nachfrage, wann das denn sei, ja, sagt er, spätestens zur Jahresmitte, was also von der Regierung hier alles abgestritten wurde, dass man so schnell jetzt plötzlich an das Zeug rankommt. Summa summarum, hier wird es definitiv eine dritte Welle geben, nämlich wenn hier im Juni, Juli, August der Winter und die kalte Jahreszeit hochdämmern. Und das ist leider, das ist nicht meine Meinung, sondern die Meinung der Virologen, die die Regierung auch beraten, aber dann einfach zur Seite geräumt wurden. Das ist einfach Unvermögen, das zu machen, was bitter nötig gewesen wäre. Wenn die wirtschaftliche Lage so prekär ist, wie Sie es jetzt geschildert haben, und es noch weiter wird, formiert sich da politischer Protest, weil die Leute machen sogar in Deutschland alles mit, aber ich glaube nur bis zu dem Punkt, wo die Not wirklich groß wird. Der wird natürlich kommen, der Protest. Das hat jetzt das Feld geebnet, den Boden geebnet für radikale Bewegungen, wie auch in Simbabwe damals. Da hat die Regierung ja auch Mugabe das Geld mit beiden Händen aus dem Fenster geschmissen und dann war man pleite und dann hat man Sündenbock gesucht in Simbabwe und das war natürlich dann, was sich sehr gut anbietet, die weißen Farmer. Und ich vermute mal, dass wenn das hier hochkocht, ist meine Befürchtung, dass dann natürlich auch Sündenböcke gesucht werden. Das macht momentan noch vor allem eine Partei auf dem linksextremen Spektrum, die sogenannten Economic Freedom Fighters, die aber keine ökonomischen Freiheit, sondern hier Sozialismus pur haben wollen, also völlig falsch benannt sind. Nein, das wird kommen und man merkt ja auch die Verzweiflung, wenn ich durch Greenpoint, durch meinen Vorort hier gehe, dann sieht man auf den Bürgersteigen, die Leute liegen auf Matratzen, es kommen hier kleine Zelte, über Zeltstädte schon hoch. Die Armut ist mit Händen zu greifen und das ist meine Sorge, wenn das nicht Touristen, überall an den Kreuzungen stehen die Leute und betteln, das wird natürlich auch Touristen abschrecken, weil die nicht kommen wollen, ein Land, wo nachher die Armut sie permanent verfolgt. Und das wird sich vermutlich, befürchte ich so sehr, ich hoffe, dass es nicht kommen wird, hier Bahn brechen, weil einfach schon Südafrika auch ohne Corona auf einem sehr unguten Weg war, der jetzt nochmal beschleunigt worden ist. Sebastian Bauer, wer ist denn dieser Mann, der so gegen
den Rest der Welt für Schweden gesagt hat, wir machen das anders? Oder anders, wer ist dieser Herr Tegnell? Eine ausgezeichnete Frage. Persönlich kenne ich ihn natürlich nicht. Ich habe nur gesehen, was er gesagt hat. Und in meinen Augen ist es ein Mann auf einem verantwortlichen Posten, der seine Pflicht tut. Und seine Pflicht hat er daran gesehen, abzuwägen. Nämlich auf der einen Seite Corona und die entsprechenden Konsequenzen. Auf der anderen Seite der ganze Rest. Zum Beispiel die Schule. Zu welchen Konsequenzen führt es, dass die Schulen gesperrt, geschlossen werden? Ioannidis, den Sie vorhin erwähnt haben, hat ja auch ausgerechnet oder zumindest darauf hingewiesen, dass in den USA die Schulschließung zu 5,5 Millionen verlorene Lebensjahren geführt hat. Solche Dinge eben hat der Herr Tegnell mit eingerechnet. Alleine hätte das auch nicht hinbekommen können. Wie ich das mitbekommen habe, hat zum Beispiel in Dänemark sich die Gesundheitsbehörde anfänglich ähnlich ausgesprochen wie Herr Tegnell und Herrn Tegnells Kollegen, aber die Politiker haben sie überstimmt. Aber in Schweden ist das nicht geschehen. Warum es nicht geschehen ist, das ist eine interessante Frage. Das hängt sicherlich teilweise mit dem Grundgesetz zu tun, aber es hängt auch sicherlich damit zusammen, dass die Schweden doch sehr obrigkeitshörig, das klingt jetzt negativ, aber auch von der anderen Seite her, von der Politikerseite her, sind sie sehr gesetzestreu. Das heißt, man hält sich an die Gesetze und die Gesetze haben einen Lockdown nicht erlaubt. Und der Herr Tegnell hat eben das Vertrauen der Regierung bekommen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Was heißt denn, das Grundgesetz hat den Lockdown nicht erlaubt? Also in Schweden gibt es einen Paragraphen, der das verhindert im Grundgesetz? Ja, zumindest habe ich das gelesen, dass das Grundgesetz diese Einschränkungen, die sie eben in Deutschland oder viel noch extremer in zum Beispiel Südafrika oder Costa Rica stattgefunden haben, das ist nicht denkbar. Man kann die Leute nicht in ihren Wohnungen oder ihren Häusern einsperren. Das geht einfach nicht. Und da haben sich dann auch die Politiker dran gehalten. Und das ist vielleicht ein Aspekt des schwedischen Wegs, der besonders, eigentlich sollte man ja davon ausgehen, das ist selbstverständlich. Die Politiker, die Regierenden halten sich an die Gesetze. Hier in Schweden ist es selbstverständlich, dass man sich an die Gesetze hält. Auch in solchen Krisensituationen. Da kann man natürlich als Politiker hingehen und sagen, ja, jetzt müssen wir Leben retten, das Ganze ist alternativlos, deshalb müssen wir jetzt erstmal agieren. So wird das nicht gemacht in Schweden, sondern da dürfen dann die Experten sich äußern und dann wird dann abgewogen. Und das ist das, was passiert ist. Und da ist dann der schwedische Weg bei rausgekommen. Herr Inghorst, wird das, was in Schweden, also wird der schwedische Weg bei Ihnen überhaupt wahrgenommen? Wird vielleicht politischer Protest sich formieren, weil die Armut trifft ja dann auch dort zu, wenn wegen des Lockdowns die Leute ihren Geschäften nicht mehr nachgehen können? Was in Schweden passiert wird, hier in Costa Rica, läuft absolut unterm Schirm. Das wird nicht kommuniziert. Wenn ich das Freunden und Bekannten mal erzähle, was in Schweden gemacht wird und dass ich das eigentlich für einen bewundernswerten Weg halte, dann sind die alle vollkommen erstaunt. Die Wirtschaft, oder lassen Sie mich noch kurz auf die Maßnahmen kommen. Es ist in Costa Rica, das ist wohl ein bisschen missverständlich gewesen, gibt es keine Ausgangssperre, hat es auch nie gegeben. Also hier wurde niemand eingesperrt in seinen vier Wänden. Es wurde nur am Anfang ein harter Lockdown verkündet und ich kann kurz erklären, wie das hier in Costa Rica so läuft. Das ging dann 2,5 Monate gut und dann regte sich Protest. Und das sieht hier in Costa Rica so aus, da verabreden sich dann 5, 6 Lkw-Fahrer. Es gibt hier nicht so wie in Deutschland ein Speditionswesen, sondern es gibt Einzelpersonen oder auch 2, 3, die kaufen sich einen riesen Lkw, mit dem diese großen Überseekontainer, die im Karibikhafen Limon angelandet werden, dann durchs ganze Land. Und die hatten natürlich nichts mehr zu tun. Und dann verabreden die sich zu 5 oder 6 und dann stellen die sich auf einer Kreuzung da in der Straße zur Karibikküste einfach quer. Und damit ist diese Straße blockiert. Jetzt ist Costa Rica ein Land, das sehr friedlich ist und darauf auch sehr viel Wert legt. Das ist ja das einzige Land auf der Welt, das keine Armee hat. Das einzige Land auf der Welt, das eine unbewaffnete, immerwährende Neutralität verkündet hat. Insofern werden da Polizeikräfte hingeschickt. Aber es ist nicht so, dass da Räumpanzer dann ankommen, weil es die auch schlicht und ergreifend nicht gibt. Auch die Armee kann nicht eingreifen, weil es die schlicht und ergreifend nicht gibt. Und auf dem Hintergrund dieser Proteste, die eigentlich im ganzen Land stattgefunden haben, sah sich die Regierung so unter Druck gesetzt, weil jetzt natürlich eine Versorgungskrise drohte. Wenn kein Obst, keine Kartoffeln, kein Fleisch mehr durchs Land gefahren werden kann, dann sind die Supermarktregale sehr schnell leer.
Und daraufhin hat dann die Regierung sich einsichtig gezeigt und gesagt, okay, dann hören wir jetzt auf mit dem Lockdown. Und man hat gute Erfahrungen damit gemacht bisher. Dann noch zum wirtschaftlichen Aspekt. Es gibt hier in Costa Rica natürlich auch eine tremende Arbeitslosigkeit. Man spricht so von etwa 20%. Und es gibt hier eine wirtschaftlich sehr einseitige Struktur. Man hat einerseits die Agrarwirtschaft mit den Hauptexportprodukten. Das sind Ananas, Bananen, Kaffee. Und die einzige nennenswerte Industrie, die es hier gibt, das ist der Tourismus. Und dieser Tourismus ist natürlich zu 100% zusammengefaltet worden, auch durch die weltweiten Maßnahmen, dass halt keine Flugzeuge mehr reinkamen, überhaupt wollte ja keiner mehr reisen. Das hat wirklich einen sehr großen Einschlag gehabt in das wirtschaftliche Leben. Nicht von ungefähr, es ist ja so, wie ich berichtet hatte, dass die Bürgermeister an der Küste sagen, wir schließen die Strände nicht. Der Flughafen ist auch wieder offen. Der Erfolg ist, dass inzwischen wieder Touristen da sind. Es ist keineswegs voll, aber das ist in Costa Rica sowieso nicht der Fall. Es gibt hier keine Strände, wo die Leute rumliegen wie die Ölsardinen, wie in Rimini, sag ich mal, sondern es gibt hier 600 Strände, da kann man sich also sehr weit verlaufen. Ich habe in meinem kleinen Strandurlaub Anfang Januar mehrere Deutsche getroffen und gesprochen und das Erste, was sie mir alle sagten, war endlich ohne Maske. Und damit noch abschließend, ich selber hatte auch zwei Fälle in der Familie, zwei Corona-Fälle, eine Schwägerin und ihr Lebensgefährte. Die hatten beide leichte bis mittelschwere Symptome, Fieber. Der Mann musste ein paar Tage im Bett bleiben, aber sie haben das Ganze unbeschadet überstanden, Gott sei Dank. Ich war auch mit meinem Sohn letztens noch beim turnusmäßigen Besuch bei der Kinderärztin, bin mit der noch ins Gespräch gekommen, denn die arbeitet wie fast alle niedergelassenen Ärzte hier nebenher noch in einer Klinik. Und sie sagte mir, dass es dort die Situation nicht so ist, dass das Gesundheitssystem vorm Kollaps steht, ganz im Gegenteil. Aber sie berichtete auch, dass Zehntausende von zum Teil wichtigen Operationen aufgeschoben wurden, um Intensivkapazitäten freizuhalten. Und sie sagte dann wörtlich, aber das wird sich jetzt ja alles ändern mit der Impfung. Worauf ich sie also entsetzt anguckte und sagte, mein Kind wird unter keinen Umständen geimpft mit diesem Zeug, das nicht hinreichend getestet ist. Und da sagte sie zu mir, senkte ihre Stimme und sagte, wissen Sie was? Ich lasse mich auch nicht impfen. Also die Impfung ist ein neues Thema und die können wir auch noch mal breit gefächert und global diskutieren. Auf alle Fälle, denke ich, haben wir in dieser Dreiviertelstunde jetzt eine Fülle von interessanten Fakten und Aspekten kennengelernt, die man sonst nicht so hört. Dafür danke ich Sebastian Bauer in Schweden, Wolfgang Drexler in Südafrika und Markus Ingenhorst in Costa Rica. Das war In Dubio International. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und am Sonntag gibt es wie immer die nächste Ausgabe.